Heute habe ich hier tatkräftige Unterstützung dabei. Vom Neffen meiner Freundin, vom Giuliano. Wir haben uns gerade im Baumarkt eine 22 mm starke Siebdruckplatte gekauft. Und auf dieses Teil hier kommt jetzt dieser Motor und dieser Schredder mit einem Stahluntergestell, dass wir das Stahluntergestell später einfach mal auf weiteres Stahl schweißen können, um eine Produktionsstraße zu bauen. Das hier ist der erste Teil der Produktionsstraße. So, was haben wir für eine Länge? 84, 29. Schreiben wir uns gerade mal auf. Hier machen wir die 84er draus und die 29er, die holen wir uns irgendwo anders her. Das ist eine Bandsäge. 20 Euro im Monat. Du weißt, wie man die sägt, ne? Warte. Ich stelle sie hier ein. Alright. So, jetzt hat die Vorbildfunktion sogar einen Sinn. Hier ist sogar tatsächlich jemand, dem ich ein Vorbild sein muss. Jetzt siehst du noch dadurch, ja? Ja. Sobald Licht angeht, wieder dunkel, dann siehst du nur noch das Licht. Sobald du wieder aufhörst, wird es wieder hell. Das ist automatisch. Und jetzt legst du auf die Naht an und drückst mal kurz. Warte mal, stopp, stopp, stopp. Handschuhe anziehen. Ach, stimmt. Ohne Handschuhe machen wir hier gar nichts. Gut, gut. Länger halten, ich sag stopp. Nicht ziehen, nur vorne halten, bis ich stopp sage, okay? Okay. Gut. Ja, du darfst da nicht verrutschen, wieder. Gut. Gut. Wie alt bist du, Giuliano? 12. 12 Jahre und er hat die Schweißnaht hier schön gesetzt, war ein bisschen zu viel aufgebaut. Früh übt sich, Freunde. Geil, sehr gut gemacht, Giuliano. Oh, das passt sogar, bin ich nichts verzogen. Junge, du bist ein Multitalent, Alter. Talent! Sehr gut. Ich habe den Schredder jetzt getrennt vom Motor, die Kupplung liegt da. Jetzt kann ich hier hinten noch sehen, wo das Brett ist. Ja, jetzt markiere ich mir das hier mit dem Stift und gehe bis in die Ecke ran. Weil dann weiß ich nämlich, hier nochmal hier die Ecke. So, jetzt nehme ich den Schredder wieder ab, messe mir auf der anderen Seite den Hohlraum hier aus, zeichne den Hohlraum dann aufs Brett, schneide den Hohlraum dann aus, dann habe ich nämlich dieses Granulat einfach unten durchfallen. Genau, so soll es auch später sein. Schredder ab, anzeichnen, zuschneiden. So, was haben wir hier? Das Ding ist 13,5. 13,5. Auf 13,5 auf 14,5. Okay, jetzt brauche ich mal einen anderen Winkel. 13,5 auf 14,5. Wenigstens nur ein bisschen Stichsägen-Akku. 2.
tot. Ach komm, mit dem geht damit gar keinem. Gerade so geschafft. Sehr geil. Jetzt haben wir. Sehr schön. Geil. Jetzt muss ich mir nur was einfallen lassen, weil der Schredder immer noch ein bisschen höher ist mit der Welle als der Motor. Braucht da noch ein bisschen mehr, ey. Ich brauche ungefähr halbe Wellenhöhe. Was ist denn da? Also ich brauche ungefähr halbe Wellenhöhe von dem Kollegen hier. Was hat denn der für eine Wellendicke hier? Der Kollege. Oh, 2, ja. 1,5. 15er aus 7,5 cm höher. Und ich glaube, ich werde mir hier schon was drucken. Und zwar brauche ich das Ganze 4 cm. Auf 4 cm auf 12 cm. 4 cm auf 12 cm mal 75 mm hoch. Dafür drucke ich mir was. Auf jeden Fall. Let's go. So, ich habe jetzt den kompletten Schredder hier schön angeschraubt. Die Schrauben gehen durch das Brett und werden von hinten mit einer Unterlegscheibe und einer selbstsichernden Mutter gekontert. Das ganze Ding hier hockt jetzt hier richtig fest drin. Das einzige Problem, was wir noch haben, sind die Schrauben hier. Der Motor dürfte jetzt so ungefähr gleich hoch wie die Welle vom Schredder sein. Also wie das ausschaut, der Motor ist wieder frei, er hat jetzt nichts mehr an Gegengewicht. Wenn ich jetzt Gas gebe, bewegt sich hier. Ganz schwierig. Der Motor war noch nicht von Einsatz, ist schon kaputt. Ich mach gar nichts, ich drücke hier nichts, ich habe die mit zwei Fingern hart, okay? Weil hier an der Übersetzung kann ich jetzt nichts erkennen, es läuft flüssig, ist gut geschmiert. Außer, dass die Dichtung von dem Teil hier irgendein alter Pappedeckel ist und mehr nicht, konnte ich jetzt nichts Großartiges erkennen. Keine Ahnung, was damit ist, der ist auch gut warm ein bisschen. Wisst ihr was, wir installieren ihn jetzt und wir machen ihn dann ganz frecke. Wir probieren es aber. Ich will das jetzt testen. Ich will das jetzt wissen. Der Motor ist am Arsch, ich baue ihn jetzt zusammen und dann machen wir ihn richtig an Arsch. Ich habe den schon kaputt gemacht, als ich die ersten Testversuche gemacht hatte. Der Schredder kommt jetzt ein bisschen weiter vor. Und dann probieren wir einfach was zu schreddern. So, ich habe hier noch österreichische Sprudelflaschen. Die sind schon tausendmal gefroren gewesen. Das Wasser wird nicht mehr schmecken. Es ist ein grüner Punkt drauf. Kein Pfand. Sobald der Widerstand bekommt. Also er hat jetzt hier keinen Widerstand, okay? Aber sobald der Widerstand bekommt, geht er zurück. Moment. Wir probieren es mal nochmal. Wo ist das Teil? Achtung. Habt ihr es gesehen? Der dreht dann einfach in die andere Richtung. Also, der Motor ist definitiv zu schwach. Der Motor dreht, sobald er zu viel Widerstand bekommt, in die andere Richtung. Das bedeutet, ich brauche gar nicht erst anfangen, mit meinen 3D-gedruckten Teilen diese zu schreddern mit diesem Motor. Erstens hat der Motor schon durch die letzten Male einen Schlag, so wie es aussieht. Zweitens ist er über irgendeinen Frequenzumrichter gesteuert. Das heißt, sobald der Frequenzumrichter sagt, ey, da ist Widerstand, bleib stehen oder kick back, also geh zurück. Und das passiert hier gerade.
Also der hat auf jeden Fall in der Schredderrichtung, damals beim Schreddern, hat er schon Schlag abbekommen. Der Motor ist einfach nicht stark genug dafür. Warum auch? Er kann nur 300 Kilo und das auch nur über Umlenkung. Das heißt, er kann eigentlich nur 150 Kilo. Ich wollte es trotzdem probieren. Ich habe es eigentlich schon gedacht, dass das nicht funktioniert. Aber, und jetzt kommt es ganz Lustige. Und zwar gestern habe ich zufällig mit meinem Garagennachbar gesprochen. Der arbeitet für, selbstständig irgendwie und repariert diese Multiparker-Aufzüge. Kennt ihr die? Diese, wo so zwei Autos unten parken, dann hochfährt und dann können noch zwei Autos parken. Kennt ihr das? Und den habe ich gestern schon mal im Rat gefragt, weil ich wollte wissen, wo ich diese riesen Wellenkupplung herbekomme. Da sind wir ins Gespräch gekommen und dann hat er mir gestern hier einen alten Motor. Der ist alt, der ist verrostet, aber laut ihm soll er laufen. Hat er mir hier diesen Motor geschenkt. Das ist ein Drehstrommotor und dieser Drehstrommotor läuft über ein Getriebe mit einer Übersetzung von 40 zu 1. Bedeutet, der hat 1500, 1700 Umdrehungen, so irgendwas. Ja, 1500 Umdrehungen durch 40 sind wir bei irgendwas um die 36 Umdrehungen. Zwischen 30 und 40 irgendwie sowas pro Minute. Und das wäre perfekt, weil diese Welle hier hat zum Beispiel auch eine Nut für eine Passfeder. Somit können wir uns wirklich diese große Kupplung organisieren. Ich probiere den aber erst zum Laufen zu kriegen. Wenn er läuft, organisieren wir uns diese Wellenkupplung. Und wenn nicht, hat er mir noch einen Motor geschenkt. Und zwar ist das dieser hier. Und der ist auch ein Drehstrommotor. Der ist nagelneu. Der läuft zu 100%, nur hat kein Getriebe dran. Und der hat eine Umdrehung von 1685 Umdrehungen. Und der hat 0,7 kW. 0,75 kW. So 50 Hertz-Frequenz läuft der. Und eventuell findet er sogar noch einen Frequenzumrichter für dieses Teil hier, den man dann einstellen kann, dass wir den auf 90 oder 60, 70 Umdrehungen frequenzen können. So sagt man, oder? Wenn nicht, baue ich mit diesem Motor vielleicht an das funktionierende Getriebe, sollte dieser Motor nicht laufen. Auf jeden Fall habe ich jetzt für das nächste Video zwei Motoren, die ich jetzt hier anbringen muss, weil dieser Motor muss weg. Er ist Schrott, er ist kaputt. Ihr habt es selbst gesehen, ihr habt es gehört. Taugt nichts mehr. Aber das Projekt ist nicht gescheitert und ich bin ganz stolz darauf, dass meine selbstgedruckte Kupplung, ihr seht das Rot hier drin, das ist selbstgedruckt, dass die selbstgedruckte Kupplung einfach hält und funktioniert. Ich bin selbst sprachlos, finde es mega geil. Sie greift, sie schreddert, nur der Motor schafft es nicht. Bis zum nächsten Video. Peace.